Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir schauen zusammen auf ein gewachsenes Sealand. Jawohl, in der letzten Folge wurde hier der Oberhäuptling von, oder der Jarl von Uplönd mit unterworfen. Und ja, entsprechend ist Sealand gewachsen. Ja, wir haben gesagt oder haben uns die Frage gestellt, wie geht es weiter mit unserem Holmgar? Ja, also ich denke, seiner Gier ist vielleicht zu weit, also seiner finanziellen Gier ist zu weit erstmal Genüge getan. Die Schmach des Krieges konnte er wieder ausgleichen, indem er mit seinen Männern auf Raubzug war. Und ja, ich denke, jetzt ist es vielleicht einfach an der Zeit, ja, ein wenig das zu genießen, sein Häuptlingstum, sich zufrieden zurückzulehnen und die Dinge einfach zu genießen, die auf ihn zukommen. Und ich denke, eine Sache, die wir vorher aber noch machen können, wir werden unsere Spitzelin doch nochmal hier nach Sjelland schicken. Das hat die letzten Male so gut funktioniert mit Geheimnisse aufdecken. Und ja, ehrlicherweise, ich weiß nicht ganz genau, wenn wir hier was aufdecken, ob wir dann da auch diese Zahlung. Ja, steht aber nicht, dass sich das irgendwie auf, ja, Mitglieder unseres Hofes oder so etwas beschränkt. Also vielleicht finden wir dann auch, das hat so gut funktioniert. Da denke ich, erwartet Holmgar, dass Alfred hier fleißig weiterarbeitet und vielleicht findet sie hier in Roskilde, in der Halle von Jarl Gudrun noch jemanden, naja, der reich ist und den man da entsprechend erpressen kann. So, wenige Champions schon wieder. Ernsthaft? Einer fehlt da. Warum? Wer fehlt denn da? Ja, wir können hier ihn an den Hof rekrutieren, das werden wir vielleicht nicht machen. Aber schließlich auch erpresst. Na gut, dann fehlt uns da im Moment wohl einer. Nein, und ich denke, deswegen ist es vielleicht doch auch an der Zeit, hier mal wieder zum Medhorn zu greifen und ein entsprechendes Festmahl zu veranstalten. Ach, doof. Eigentlich wollte ich es genau andersrum machen. Ich wollte erst auf eine Jagd gehen und dann das gejagte Wild auf dem Festmahl verspeisen. Na gut, jetzt machen wir es vielleicht andersrum. Ein geselliges Beisammensein. Alle sind in der großen Halle versammelt. Willkommen, meine Freunde. Dann schauen wir mal, was das Festmahl mit sich bringt. Ein Naturtalent. Meine liebste Gemahlin Ingibjörg hat sich alle Mühe gegeben, damit das Festmahl reibungslos abläuft. Das Essen wurde rechtzeitig geliefert, alle Gäste sitzen am richtigen Platz und offenbar sind alle zufrieden. Ingibjörg sitzt an der großen Tafel neben mir, alles ist vorbereitet. Ich drücke ihre Hand und lächle sie an, ehe ich mich erhebe und das Festmahl für eröffnet erkläre. Ja, was wäre ich nur ohne sie? Wir erhalten Haushaltsbemühung. Sehr gut. Ja, eine gute Frau an der Seite, das ist immer was Feines. Meine schönen Gewänder, ach, unser Sohn, der macht uns aber manchmal auch echt nur Ärger. Jedem war klar, dass Dark zu viel getrunken hatte, doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für ihn, und jetzt bin ich vom Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenen bedeckt. Ihr solltet euch schämen oder, ha, was eine reife Darbietung. Wir erhalten jetzt Anspannung, weil wir ein Trunkenbold sind. Weil er jetzt betrunkener war als wir, oder was? Tja, ich weiß auch nicht. Ich finde, da kann man beides irgendwie nicht so richtig herleiten. Ich werde das einfach nochmal wieder auswürfeln. Und ich würfle eine 1 und damit sagen wir, ihr solltet euch schämen, Dark. Wir haben immer noch ein Geheimnis, was wir über dich wissen, Kollege. Also sei vorsichtig. Als meine Gäste gehen. Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass dieses Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin Ingibjörg so viel Einsatz zeigte. Als sie unsere letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Ja, bis zum nächsten Mal. Und dann sollten wir doch
Genau, dann einfach jetzt eine Jagd veranstalten. Dann machen wir es eben andersrum. Wir haben jetzt festgestellt, nach diesem ausschweifenden, aber grandios organisierten Festmahl unserer Frau sind unsere Speisekammern doch recht leer und müssen nachgefüllt werden. Verbotene Beute. Wilderer hier in den Wäldern des Häuptlings? Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Das Wild. Kaninchen, Hirsche, Elche. Ah, Elche da unten. Rentiere. Sagen wir, Hirsche sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, Euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Sie werden hängen und ihre Dörfer werden für den Schaden aufkommen. Ihr scheint mir allesamt hervorragende Schützen zu sein. Oder die Beute gehört mir, genauso wie die Strafzahlung im Gegenzug für eure Leben. Ja, ich denke, gierig wie wir sind, denn ist das unsere Einstellung und uns gehört die Beute und uns gehört eigentlich auch das Geld. Ja, das Ganze war aber nicht erfolgreich. Und wir haben das ein bisschen in den Sand gesetzt. Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen die Jagdgebiete hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Alles, was schiefgehen konnte, ging gefühlt auch schief. Doch es gab auch Silberstreifen am Horizont. Ja, und damit haben wir hier in. Geh weg. War das hier in Oslo? Ja, Volksmeinung minus 30. Empört über Wilderer Unfriedenszeit. Fängt es auch schon an, dass wir denen schon wieder zu lange im Frieden sind. Naja, nur hier oder habt ihr die Probleme? Oh, die haben wir auch hier. Na, hier der Runenstein gleicht noch einiges aus. Naja, und ich denke, zufrieden und beschwingt von der Jagd können wir doch dann auch uns nochmal wieder dem Alkohol ergeben. Also, Skoll. Hoch den Krug. Ich fühle mich schon viel besser. Ja, und uns ist da auf dem Festmahl schon jemand ins Auge gestoßen. Ich erinnere nochmal daran. Und ja, uns ist da auf dem Festmahl schon jemand ins Auge gefallen. Und jetzt, wo wir vielleicht wieder den Met in unseren Venen spüren, haben wir wieder den Mut, unserer ja, perversen Neigung auch irgendwo nachzukommen. Jetzt muss ich es nur noch mal gerade wiederfinden. Nein, hier war es nicht. Nein. Ja, die junge Dame war es. Alfred Jutmundsdottir hier. Ja, was für eine. Naja. Verschrobene. Naja, verschroben ist schon fast zu leicht gesagt. Was für eine Familie. Unseren Bruder hatten wir dafür angeklagt und jetzt geben wir uns im Suff unserer Perversion hin und versuchen, ein Verführungskomplott gegen unsere Nichte zu starten. Und wir können die nächste Zahlung wieder verlangen. Jo, sehr gut. Machen wir doch. 10 Gold, gierig wie wir sind, her damit. Das geht zu weit, Onkel, bei allen guten Mächten. Wir sind miteinander verwandt. Alfred starrt mich mit bösem Blick an, während sie mir klar macht, wie abstoßend sie meine Avancen findet. Tja, na gut. Dann ist auch das wieder schnell im Sande verlaufen. Haben wir eigentlich noch jemanden in unserem Gefängnis im Moment? Nein. Tja, damit sind auch diese Avancen, diese Versuche haben nichts ergeben und zu nichts geführt.
Sie hat ein Geheimnis offenbart. Sigrid Sküte ist eine Hexe. Und Sigrid Sküte hat doch sogar Geld. Dann können wir sie auch erpressen. Sehr gut, weitermachen. So wollen wir das. Jetzt haben wir das Druckmittel und dann können wir die Zahlung verlangen. Sehr gut. So hatten wir uns das vorgestellt. Holmgab liebt es, wenn Pläne funktionieren. An den bescheidenen Holmger, ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Mann Wüders und ich. Achso, ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Mann Wüders. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gerne meinen Freund nennen würde. Jo. Häuptling Rörik Raneson von Nordmark. Haben wir nicht auch dieses Freundschaftskomplott? Aber dann ist natürlich die Frage, wollen wir das? Ich meine, er ist auch gierig und zufrieden. Ein Charakter, der sehr gut zu uns passt, mit dem wir uns identifizieren können. Und ja, da würde ich doch sagen, warum denn nicht? Lass uns das doch probieren. Freunde kann man nie genug haben. Und als, naja, ganz guter Diplomat wissen wir vielleicht auch, was das bedeutet. Ah, mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Ingeborg Sküte, eine Adlige aus Pernau, schmiedet Ränke, das Opfer mein Bruder Tjutmund. Nein. Seine Frau, die Liederliche. Ist die denn? Ach, die ist gar nicht bei uns am Hof. Ja, sie wird natürlich jetzt nicht kommen, ne? Wäre ja schön doof. Nein, nein, nein. Ach, solche sowas. Jetzt versucht seine eigene Frau, ihn umzubringen. Ja, aber offensichtlich haben die beiden sich auch irgendwo. Naja, geschieden sind sie nicht, aber getrennt, denn sie ist landlos in Lieven. Wo auch immer Lieven ist. Und er ist bei uns am Hof. Hier ist Lieven, in Estland. Ja, aber sie wird jetzt nicht zu uns an den Hof kommen, damit wir sie dann entsprechend einkerkern können. Das macht keinen Sinn. Ein benachbarter Herrscher gewann Krieg. Häuptling Refil hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Ethelburg, Tochter von Oberhäuptling Ethelfriss von Mercia. Eroberung vom Earltum Benderford. Warum gelingt denen das da immer, aber uns nicht? Wo ist es denn? Da. Ja, damit hat er sich da ausgedehnt und Sjelland ist dann eben auch hier auch wieder entsprechend größer geworden. Königreich von Wladimir. Na, jetzt wird's aber spannend. Aha, das, was ehemals hier, wie hieß es, Gaudariki oder dergleichen, ist jetzt das Königreich von Wladimir. König Marki von Wladimir. Ja, irgendwie passt es auch irgendwie deutlich besser dahin mit wepsischer Kultur und dem ukonoskoischen Glauben. Und das war ja auch hier aus Skandinavien, aus den nordischen Regionen sehr schnell vertrieben, das Königreich. Gabariki. Ja, wie stark ist er denn? Ich meine, ist doch da auch im Krieg, wenn ich das gerade richtig sehe, ne? Ja, muss sich hier auch verteidigen. So, jetzt bin ich aber davon abgekommen. Genau, ein Vorzug. Heeregeld oder Lohn der Angst. Nehmen wir hier jetzt Lohn der Angst. So, wir haben das Freundschaftskomplott gestartet. Ach genau, hier wollte ich drauf schauen. Unser Bruder greift an gegen Häuptling Ingemar von Pelamörk. Westfälischer Anspruch. Er hat einen Anspruch auf das Häuptlingstum Pelamörk. Können wir da unserem Bruder
haustechnisch. Nein, wir können ihm nicht helfen. Das ist aber schade. Was wir natürlich machen können, können wir wieder tricksen. Also, ich würde ja jetzt hier tatsächlich, da es unser Bruder ist und er hier einen Anspruch hat, denke ich, würden wir es nur gerecht finden. Und ich würde ihm hier gerne den Kriegsbeitritt anbieten. Aber da das nicht geht, denke ich, ja, und unser Volk ja auch schon wieder so ein bisschen Gelüste hat, denke ich, werden wir mal wieder hier die Räuber ausheben und dann einfach mal zum Plündern hier nach Pelamerk ziehen und dann schauen, was passiert. Denn offensichtlich, ein Krieg läuft hier nicht so gut. Vielleicht können wir da etwas tun, nachdem wir geplündert haben. Und dann müsste diese Armee uns hier auf jeden Fall. Ach, jetzt greifen sie hier ein. Hat er doch Verbündete? Ja, hat er hier Verbündete mit reingeholt. Ja, unseren vielleicht zukünftigen Freund, Häuptling Chörek. Wird jetzt hier geplündert oder wird nicht geplündert? Wieso können wir denn jetzt hier wieder nicht plündern? Militärische Präsenz. Okay. Verhindert das das Plündern? Diese militärische Präsenz? Zwischenzeitlich hat unser Sohn Dark 20 Meinung von uns gewonnen, aufgrund des Diplomatiewertes unserer Mutter. Ja, hier ist die nächste Schlacht verloren und unser Plan geht nicht so richtig auf. Nach Brenderlöck, denke ich, sollten wir uns nicht wagen. Mecklenburg ist auch schon stark. Jylland ist auch schon stark. Ach, oder können wir nicht plündern, weil es. Naja, okay, gut, das macht natürlich auch Sinn, weil es dasselbe Jarltum ist. Also bei. Ja, okay, das könnte ich dann auch verstehen. Ja, was machen wir denn dann? Jetzt haben wir sie hier umsonst ausgehoben. Hier, Litauen, das sieht doch. Dann denke ich, werden wir es doch da probieren. So, wo waren jetzt 19? Ja, aber dann bin ich mal gespannt, wie das hier mit dem Krieg aussieht. Ich glaube, jetzt hier haben sie die nächste Schlacht verloren. Wenn sie sich jetzt zusammentun, haben sie vielleicht eine Chance, aber. Oh, und unserer Lehnsherrin wurde der Krieg erklärt von Häuptling Siegfried. Eine Hede. Oh, das ist wahrscheinlich hier. Seht ihr auch einen sehr hübschen Mann? Ein Tyranneikrieg. Ja, der aber ziemlich aussichtslos zu sein scheint, wenn sie jetzt nicht irgendwelche mächtigen Verbündeten hat. Nein. So, wenn jetzt ihr hier Kräfte bündelt, dann habt ihr eine Chance. Also macht das mal da irgendwie vernünftig. Ansonsten wird das nichts werden. So, hier ziehen welche von dannen, das ist gut. Und sie hat ihre Aufgabe beendet, nicht verschwendet. Ja, aber sie sagt, sie braucht noch etwas Zeit, um neue Dinge herauszufinden. Also, diese Zeit geben wir ihr. Macht weiter. Derweil warten wir hier kurz wegen unseres Malus und dann vergewissern wir uns aber noch mal kurz. Nein, ich denke, das können wir dann wagen. Hier kommen jetzt 2000 Männer an. Haben wir jetzt hier in seinem Häuptlingstum? Oh ja. Ja, das muss man natürlich auch immer noch bedenken. Ach, da denke ich manchmal nicht dran, aber ich glaube. Sieht ja gut aus.
Ist er hier noch rüber? Nee, dieser Fluss scheint ihn nicht zu stören. Waldverteidigung. Haben wir einen Anführer? Haben wir einen guten Anführer, der Waldkämpfer ist? Hügelberge, Feuchtgebiete. Plünderer. Wir hätten natürlich auch wieder mit dem Plünderer gehen können. Flexibler Anführer. Nee, dann werden wir bei Tutmund bleiben. Der ist doch unser Bester. Eine Unabhängigkeitsfraktion gegen Gudrun. So, dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Aber ich denke, dass wir da nicht mehr dann davon kommen. Nein. Das könnte aber eine enge Schlacht werden. Der hat dem Häuptling den Kopf abgerissen. Ei. Okay. Wozu gehörst du denn dann? Du bist mit 400 Mannen. Und gehörst auch zu ihm. Okay, dann ziehen wir dahin, dann ist das okay. Kommen Sie da nochmal wieder? Nicht auszuschließen. Jetzt können wir aber vielleicht mal hier Eticho, unseren Plünderer. Denn das bringt schließlich Überfalltempo plus 100%. Also sind doppelt so schnell. Das hat durchaus was wert. Ist 23 gleich nebenan. Mein verwundeter Rivale. Oh, mein Rivale Manvidas wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig und angespannt. Wenn die richtige Behandlung angewandt wird und er sich ihre Sicht gnädig zeigt, sollte er überleben. Tjo. Er ist ja unser Rivale, da werden wir jetzt, glaube ich, nicht loslaufen und einen Arzt holen. So, stopp. Wo laufen wir dann hier rein? 1500 und er nochmal. Na, wenn die sich zusammentun, dann könnte es eng werden. Wir gucken mal. Ah, und der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Odin weiß, dass ein Fluch auf mir lastete, seit ich Manvidas kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir hold und hat diesem widerwärtiges Monstrum in sein Grab geschickt. Und kein Tag zu früh. Ja, aber ich denke, er war immerhin auch ein guter, war ein guter Ratskanzler, eigentlich gesagt. Hervorgetan hatte er sich auch nicht. Dann kann das doch hier Stilka, das ist immerhin von unserer Tochter. Jawohl, der Mann unserer Tochter. Naja, passt vielleicht ganz gut, vielleicht tun wir das auch so ein bisschen als Wiedergutmachung. Ja, soll sich Stilka mal darum kümmern. Und unsere Frau hat jetzt große architektonische Expertise. Auch nicht schlecht. Verwandte Geister. Nach mühsamer Vorbereitung konnte ich endlich ein wenig Zeit allein mit Häuptling Röhrig verbringen. Am Ende war die Distanz kein zu großes Hindernis und ich konnte die Freundschaft und das Vertrauen von Häuptling Röhrig gewinnen. Wir lernten uns bei unserer Begegnung sehr gut kennen und jetzt sind wir Freunde. Och, das ging ja schnell. Okay, das ging ja tatsächlich schnell. Wie sieht denn hier der Krieg aus? Minus 18%. Ich meine, sie kommen jetzt hier immer an mit 1700 Mann. Jo, er ist jetzt unser Freund. Nee, er möchte seine Tochter nicht an einen fremden Hof schicken. Naja, ich dachte, vielleicht können wir als Freund ihm da unter die Arme greifen. Oh, das ist aber eine große Festung, wenn wir hier so lange plündern müssen. Aber es scheint auch niemand zu kommen. Sagte er, und dann kam sie angelaufen. Ja, wollen die nochmal zu uns? Und der nächste Fluch endet. Mensch, die Laune und Wendung des Schicksals und so weiter und so fort. Das ist der gleiche Text wie eben. Und kein Tag zu früh
Schwägerin und Rivalin. Sie war die Frau von unserem Bruder. So, gut. Dann werden wir hier das Gold nach Hause bringen und jetzt sollten Sie hier ganz gute Chancen haben. Upsala. Dann schauen wir doch nochmal. Jetzt scheint er uns doch nochmal eingeholt zu haben. Dann müssen wir diese Schlacht nochmal schlagen. Oh, jetzt wird's interessant. Bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratsspitzel ist Alfred auf ein Geheimnis gestoßen, das Häuptling Siegfried von Gudbrandsdali hat. Haldora ist in Wahrheit der Bastard von Häuptling Siegfried und Tjumund. Na, sowas? Wer jetzt? Haldora. Wer ist denn Haldora? Haldora Hede, da ist sie. Haldora ist ein Bastard. Nein, unglaublich. Sie können wir jetzt nicht erpressen. Oder ist das jetzt direkt aufgedeckt? Na gut, aber dann machen wir uns erstmal auf den Weg und haben doch dann wieder etwas für die Gier von unserem guten für unseren guten Holmgang getan. Ja, und dann soll es das für diese Folge gewesen sein, denke ich mal. Also wieder haben wir versucht, irgendwie unseren, ja, perversen Eigenschaften da irgendwo nachzugehen. Wieder ist uns vor den Kopf gestoßen worden. Tja, werden wir mal sehen. Und ja, der Krieg hier unseres Bruders scheint jetzt deutlich besser zu laufen, dass er sich hier auch ausbreiten kann. Und dann ist das hier im Grunde alles Styrgebiet, wenn man so will. Nicht unter der Fuchtel oder Führung eines Styr, aber das wird unseren zufriedenen Holmgang nicht stören. Gut, wie gehabt, freue ich mich, wenn ihr mit dabei bleibt, in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dahin macht's gut, euer Henri.